Was wissen Sie über Kapitän Trockendock und seinen verloren gegangenen Glücksbringer? Der arme Tropf verlor ihn bei einem besonders harten Quartettspiel. Ach, wirklich? Also ist das hier der fragliche Glücksbringer? Ja, und den gebe ich nicht so leicht her. Und Sie wissen, dass Quartett mein Spiel ist. Sein Spiel. Wir müssen also darum spielen. Wie wär's, wenn wir den Einsatz bei diesem Spiel erhöhen und um Kapitän Trockendocks Glücksbringer spielen? Na gut, wenn Sie wollen. Eieiei. Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr. Mal schauen. Ich drücke jetzt einfach mal hier. Haben Sie Könige? Ha, Karte abheben. Okay, ich hab's irgendwie geahnt. Haben Sie Siebener? Karte abheben. Und haben Sie Zweier? Nein, Karte abheben. Okay, das wird jetzt interessant. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Also König hat er nicht, Zweier hat er nicht. Hat er denn Achter? Haben Sie Achter? Nein, Karte abheben. Haben Sie Neuner? Oh. Haben Sie Vierer? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Okay, ich dachte, das erste jetzt drücken wäre vielleicht nicht so sinnvoll. Aber anscheinend hat er doch Neuner. Haben Sie Dreier? Karte abheben, mein Herr. Haben Sie Buben? Karte abheben. Damen? Haben Sie Damen? Karte abheben, Mr. Fox. Gibt's doch gar nicht. Haben Sie Asse? Karte abheben, Herr Speckschwart. Hab ich Sechser schon? Ich weiß es haben gar nicht. Haben Sie Sechsen? Die nehme ich Ihnen gerne ab. Oh. Damit wäre ein Vierer voll. Vielleicht haben Könige? Sie jetzt? Könige? Nein, Karte abheben. Okay. Hätte ja sein können, dass er einen welche gezogen hat. Haben Sie Dreier? Haben Sie Zehner? Oder gibt's doch gar nicht. Haben Sie Dreier? Nein, Karte abheben. Das hast du eben schon gefragt. Depp. Achter? Haben Sie Achter? Nein, Karte abheben. Damen? Haben Sie Damen? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Könige? Jetzt fragt er nach den Dreiern. Haben Sie Asse? Karte abheben, Herr Speckschwart. Okay, aber er hat Dreier. Haben Sie Dreier? Die nehme ich Ihnen gerne ab. Perfekt. Zweier? Haben Sie Zweier? Ah. Damen, Achter, Damen, Achter. Haben Sie Achter? Karte abheben, mein Herr. Haben Sie Zehner? Karte abheben. Er hat aber Buben, das weiß ich. Haben Sie Buben? Die nehme ich Ihnen gerne ab. Das passt mir sehr gut. Guck mal, er fängt an zu schwitzen. Damen. Haben Sie Damen? Ha, Karte abheben. Haben Sie Zweier? Nein, Karte abheben. Gut, gut. Haben Sie Neuner? Nein, Karte abheben. Er hat auch Zehner. Haben Sie Zehner? Vielen Dank. Haben Sie Dreier? Haben Sie Dreier? Nein, Karte abheben. Vierer. Haben Sie Siebener? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Vielleicht hat er ja Vierer. Haben Sie Vierer? Er hat eine. Vielleicht hat er jetzt Achter haben gezogen. Sie Achter? Karte abheben, Mr. Fox. Nein, hat er nicht. Haben Sie Asse? Karte abheben. Fünfer? Haben Sie Fünfen? Karte abheben, mein Herr.
Also langsam wird man, Haben Sie Vierer? Ja, jetzt hat er Vierer. Haben Sie Neuner? Karte abheben. Haben Sie Fünfen? Ha, Karte abheben. Also der muss doch auch inzwischen, Der hat Asse. Haben Sie Achter? Oh, der hat Achter. Ich muss mich entschuldigen, mein Herr. Ich bin wirklich gut in diesem Spiel. Jetzt fragt er nach den Assen. Haben Sie Siebener? Karte abheben, Herr Spieler. Nee, okay, er hat aber Ass. Haben Sie Asse? Die nehme ich Ihnen gerne ab. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Ich frag mal hier nach den Dreier. Haben Sie Dreier? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Zehner? Ah, ich wusste es. Ah, wie erfreulich. Damit habe ich vier. Haben Sie Neuner? Karte abheben. Haben Sie Zweier? Ha, Karte abheben. Jetzt fragt er bestimmt gleich nach den Damen. Haben Sie Dreier? Immer genau das, was ich Und zuerst drücken will. Ist ein Vierer. Also haben er... Sie Siebener? Nein, Karte abheben. Langsam holt er auf. Ich drück mal auf 4. Haben Sie Vierer? Ich liebe dieses Spiel. Perfekt. Zweier Damen. Haben Sie Damen? Das ist ein lustiges Spiel. Damit wäre ein Vierer voll. Fünfer? Haben Sie Fünfen? Karte abheben, mein Herr. Na, kommt sie jetzt. 2. Haben Sie Könige? Hübscher Versuch. Aber er hat 9. Abheben. Er hat 9. Haben Sie Neuner? Die nehme ich Ihnen gerne ab. Ich liebe dieses Spiel. Es wird immer mehr. 2? Haben Sie Zweier? Nein, Karte abheben. 5. Haben Sie Fünfer? Naja, egal. Eine himmlische Partie. Haben Sie Siebener? Nein, Karte abheben. Haben Sie... Ah, ja. Oh, okay. Wieder ein Vierer für mich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel hat der. Ich glaube, hier ist mehr, oder? Haben Sie Zweier? Nein, Karte abheben. Siebener. Haben Sie Siebener? Haben Sie Siebener? Karte abheben. Ah, wie erfreulich. Alter, der holt auf. Hoffentlich verlieren Sie nicht zu schnell den Mut, mein Herr. Unentschieden. Es sieht so aus, als würde keiner von uns diese Runde gewinnen, Herr Speckschwein. Okay, es ist Kann unentschieden. Ich Sie für ein weiteres Spiel interessieren, Mr. Fox? Legen Sie vorher ein weiteres Stück Krimskrams auf den Tisch. Ach, er ist schon fertig. Spielen wir doch einfach mit dem, was auf dem Tisch liegt. Also nochmal. Haben Sie Könige? Eine Karte. Vielen Dank. Es war so ein guter Start und dann unentschieden. Haben Sie Sechsen? Ha, Karte abheben. Genau das gezogen, was ich gefragt habe. Haben Sie Vierer? Haben Sie Vierer? Fünfer? Haben Sie Fünfen? Wow. Zweier? Haben Sie Zweier? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Achter? Karte abheben. Haben Asse? Haben Sie Asse? Haben Sie Dreier? Nein, Karte abheben. Was hat er denn mal gefragt? Haben Sie Damen? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Was hat er vorher gefragt? Haben Sie Siebener? Karte abheben, mein Herr. Weiß ich nicht mal, was der als erstes gefragt hat. Haben Sie Zehner? Karte abheben. Zehner und Buben hat er, glaube ich. Haben Sie Buben? Um. Haben Sie Könige? Nein,
Karte abheben. 10er. Haben Sie 8er? Nein, Karte abheben. Haben Sie 10er? 2 Stück. 2 Stück. Haben Sie 2er? Ha, Karte abheben. Haben Sie Damen? Karte abheben. Damen. 7er, Asse. Haben Sie 7er? Karte abheben, Mr. Fox. Das ist jetzt, ich weiß nicht so genau, was ich mal drücken soll. Haben Sie 10er? Ah, shit. Bei Gott bin ich gut. Jetzt liegt er schon im Vorteil. Karte abheben. Ah, wie erfreulich. Oh nein. Damit habe ich 4. Wie wär's mit 5? Haben Sie 5? Nein, Karte abheben. Alter, er hat schon 2 Stapel. Haben Sie Damen? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Haben Sie Buben? Haben Sie Buben? Karte abheben, mein Herr. Haben Sie Asse? Oh, ich hätte das fragen sollen. Haben Sie Damen? Karte abheben, Herr Speckschwart. Wie wär's mit 7er? Haben Sie 7er? Nein, Karte abheben. Jetzt weiter nach 3. Haben Sie 9er? Ey, hab ich gerade eben erst gezogen, ja? Haben Sie Asse? Nein, Karte abheben. Haben Sie 2er? Karte abheben, Mr. Fox. Ich glaube, das will wieder nix. Haben Sie Damen? Hübscher Versuch, aber Sie müssen aber abheben. Er hat 9er. Er müsste ja jetzt auch mindestens 3 haben. 9er? Was, nur 2? Haben Sie 4er? Nein, Karte abheben. Das passt mir sehr gut. Haben Sie 7er? Ja, aber nur 1er. Haben Sie 3er? Haben Sie 7er? Karte abheben. 7, 3. Hat er vielleicht Buben? Haben Sie Buben? Nein, Karte abheben. Haben Sie 6er? Alter, das gibt's doch gar nicht. Haben Sie 3er? Ey, das wollte ich fragen, Mann. Eine himmlische Party. Oh nein. Schon wieder 2 voraus. 6er? Karte abheben. 5er. Haben Sie 5? Karte abheben, mein Herr. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Haben Sie 4er? Oh, der zockt hier. Haben Sie 6er? Karte abheben, Herr Speckschwart. Ich frag jetzt die Haben Buben einfach. Haben Sie Buben? Ha, Karte abheben. Jetzt hat er bestimmt 5 oder 9. Ah. Das passt mir sehr gut. Haben Sie 5er? Ich wusste es. Ich muss mich entschuldigen, mein Herr. Ich bin wirklich gut in diesem Spiel. Haben Sie 4er? Nein, Karte abheben. Haben Sie... Oh, oh. Nein, Karte abheben. Haben Sie Asse? Karte abheben, Herr Speckschwart. Haben Sie 7er? Haben Sie 7er? Die nehme ich Ihnen gerne ab. Haben Sie Buben? Oh, hat er sogar. Lustiges Spiel. Gezogen eine wahrscheinlich. Haben Sie 7er? Ha, Karte abheben. Ja, ich habe ja nur die 2, also. Haben Sie 4er? Karte abheben. Der hat aber... Hat er Asse? Ah, wie erfreulich. Oh nein. Und damit wäre es ein 4er. Haben Sie Asse? Ich wusste. Das wieder verloren. Ah ja, wieder ein 4er für mich. Haben Sie 6er? Karte abheben. Ah, wie erfreulich. Das gibt's doch gar nicht. Hoffentlich verlieren Sie nicht zu schnell den Mut, meine Herren. Das kann ich nicht mehr aufholen. Haben Sie Damen? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Haben Sie 7er?
Nein, Karte abheben. Haben Sie Buben? Oh nein. Bei Gott bin ich gut. Guck dir mal den Stapel an. Haben Sie Damen? Das ist verloren. Haben Sie Damen? Karte abheben. Verloren. Ist nur noch eine Karte im Stapel. Siebener? Das ist aber ein lustiges Spiel. Damit wäre ein Vierer voll. Gewonnen. Noch ein Stück Krimskrams auf den Tisch verschafft Ihnen ein weiteres Spiel, mein Herr. Also nochmal. Ich muss ja diesen... Sie spielen also gerne um Krimskrams, Glücksbringer kriegen. Meinetwegen. Hier ist mein Krimskrams. Lass das spielen. Toast. Das ist ein hübsches Stück Krimskrams, was Sie da haben. Jetzt kann ich Herrn Speckschwart nach einigen Leuten fragen, die ich auf der Insel getroffen habe. Ach so. Ich kann nicht hier hin. Erzählen Sie mir was von dem Wiesel drüben auf der MS Sofort auf Grund. Sie betreten gefährlichen Boden, kleiner Fuchs. Ich heiße Smallfox. Ich empfehle Ihnen, diesem Nektar der Ziegentreffen aus dem Weg zu gehen. Die Gästeliste ist aus gutem Grund exklusiv. Ich vermute, dass mein Erzfeind Willi V. Brecher darin verwickelt ist. Willi V. Brecher. Darf ich jetzt einfach ziehen? Nein. Am besten fange ich einfach mal mit der 3 an. Dreier? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Buben? Natürlich wieder das erste. Haben Sie Zehner? Karte abheben. Könige? Haben Sie Könige? Karte abheben, mein Herr. Wenn er jetzt eine 8 folgt. Haben Sie Dreier? Ey, nach denen habe ich doch eben gefragt. Haben Sie Neuner? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Haben Sie Damen? Nein, Karte abheben. Neuner, Dreier. Haben Sie Sechser? Karte abheben, Herr Speckschwarz. 9, 3, 6. Ah, wie erfreulich. Der hat schon seinen ersten... Haben Sie Siebener? Nein, oder nee, Karte nicht. Abheben. Ich hab schon mit 8 jetzt. Haben Sie Zweier? Ha, Karte abheben. Er hatte 5 oder 4. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Haben Sie Vierer? Nein, Karte abheben. Oder 5. Haben Sie Könige? Haben Sie Fünfer? Was habe ich gesagt? Vielleicht sollte ich das mal Neuner? Umdenken. Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Ah, wie erfreulich. Haben Sie Dreier? Nein, Karte abheben. Was habe ich noch nicht gefragt? Die 8, glaube ich. Haben Sie Achter? Karte abheben, Mr. Fox. Haben Sie Vierer? Oh, jetzt fragt er die 7. Haben Sie Fünfer? Karte abheben, Herr Speckschwarz. Oder hat er 7 gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Haben Sie 7er? Ja, hat er. Ich nehme ihn gerne ab. Damen 2, Damen. Haben Sie Damen? Karte abheben, mein Herr. Haben Sie Achter? Oh. Haben Sie. Ich hasse dieses Spiel. Karte abheben. Haben Sie Zehner? Das ist aber ein lustiges Spiel. Ein lustiges Spiel. Haben Sie Damen? Ha, Karte abheben. Ist ja gut. Haben Sie Vierer? Karte abheben. Drei? Haben Sie Dreier? Die nehme ich Ihnen gerne ab. Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Haben Sie eine 7? Haben Sie 7er? Nein, Karte abheben. Haben Sie Damen? Okay, jetzt fragt er bestimmt auch die 9. Haben Sie Könige? Karte abheben, Herr Speckschwart. 9er möchte ich gerne haben. Haben Sie 9er? Perfekt. Ich liebe dieses Spiel. Er fängt wieder an zu schwitzen. Haben Sie 2er? Karte abheben, Mr. Fox.
haben Sie Asse? Karte abheben. Okay, ich frag mal. Wie erfreulich. Haben Sie Sechser? Karte abheben. Zehner oder sieben? Wie erfreulich. Haben Sie Asse? Nein, Karte abheben. Ich frag mal nach sieben. Haben Sie Siebener? Nein, Karte abheben. Alle zehn. Haben Sie Vierer? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Eine himmlische Partie. Zehn? Haben Sie Zehner? Karte ab. Dann hat er hat immer was, wo ich nicht drauf drücke. Haben Sie Buben? Karte abheben, Herr Schwarz. Glück, Glück noch. Sechse? Haben Sie Sechsen? Ich habe immer Glück, wenn es um Quartett geht. Haben Sie Zweier? Hat er sogar, ich wusste es doch. Vielen Dank. Damit wäre ein Vierer voll. Sieben oder zehn? Haben Sie Siebener? Ha, Karte abheben. Haben Sie Asse? Hübscher Versuch, aber Sie müssen abheben. Damen müsste er ja eigentlich haben auch haben. Sie Damen? Das passt mir sehr gut. Zehner? Haben Sie Zehner? Eine Karte. Vielen Dank. Ich liebe dieses Spiel. Sieben? Haben Sie Siebener? Nein, Karte abheben. Fünf. Haben Sie Könige? Nein, Karte abheben. Fünf hat er bestimmt auch, oder? Ah, wie erfreulich. Damit habe ich vier. Oder er fragt jetzt nach fünf. Ah, nee. Haben Sie Fünfen? Die nehme ich Ihnen. Natürlich. Sieben? Haben Sie Siebener? Karte abheben, Mr. Fox. Das passt mir Was sehr gut. Für ein Zufall. Fünf? Haben Sie Fünfen? Nein, Karte abheben. Ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, jetzt das Spiel so ein bisschen, weiß nicht. In Ordnung. Sie haben den Glücksbringer des Kapitäns zurückgewonnen. Fragen Sie sich selbst, wenn der Glücksbringer... Sie sind dran, Herr Fuchs. Weil ich ein hervorragender Quartettspieler bin. Was das? Darum. Sie gefallen mir. Wann immer Sie Quartett mit einem quartettspielenden Schwein spielen wollen, ich bin bereit und warte. Hat jetzt irgendwie ein bisschen übersprungen den Text. Ich habe nichts gemacht. Ich kann es nicht überspringen, leider. Also, keine Ahnung. Schade.